So Leute, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Online Season 2. Heute mit dem Invisible Fortress Deck. Sprich, es ist hier eine Karte drin, die fast Exodia-ähnlich aussieht und eine immense Verteidigung von fetten 4000 Punkten hat. Derbe. Überhaupt, dieses Deck ist doch, glaube ich, eher verteidigungsmäßig aufgebaut. Ich bin mal gespannt, wie es sich hier in Praxis aufbaut. Das Deck an sich habe ich noch nie gespielt, also ist es auch für mich jetzt hier Neuland. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir dieses Deck ebenfalls noch nicht geholt gehabt. Welche ich jetzt gekauft habe, war das Dragon's War Deck, das Blaze of Destruction, das Fury of the Deb, das Warrior Triumph und das Spellcaster Judgment. Das Tomb of Madness wiederum habe ich nicht gekauft, wobei ich doch in meiner Sammlung Vampire Lord und Vampire Genesis habe und einige anderen Karten aus diesem Deck ebenfalls. Aber vom Invisible Fortress habe ich absolut gar nichts und außer unser Gegner endlich. 7 Lunaxterra 7. Okay. Nehmen deine Herausforderung definitiv an. Wir haben jetzt großer Geist, du kannst diese Karte verbringen, wenn dein Mann verdeckt kommt. Wenn diese Karte ist für uns, kannst du diese Grundhaltung einsaufen bis zum Ende des Spielzugs tauschen. Nice Effekt. Und da haben wir schon sehr gute Karten. Falls ein Monster von Typen angegriffen wird, verdoppelt allen Kampf, mit dem der Werkstatt des Angriffen herrscht. Ja, Canyon. Und diese Karte verdeckt. Reckless Greed bzw. Tollkönig hier werden wir nicht aktivieren. Also ich finde das ein bisschen bescheuert, die Karte muss raus. Scheiße. Schon wieder gewonnen, weil der Gegner aufgegeben hat. Ach Leute, gebt doch nicht auf. Ich wollte gerade sehen, wie schön dieses Deck agiert. Aber gut, Leute. Leider, leider, leider vorbei. Wir sehen uns im nächsten Part von Yu-Gi-Oh! Online Season 2 wieder. Bis dann und haut raus. Ciao.